Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Mountain Blade Warband mit dem Floris Mod. Und heute müssen wir noch Fehdner um Banditen sie also Banditen aufzuhalten, in Fehdner zu belagern oder so. Kopfgeldjäger sind sie nicht, es ist auch Nacht, nicht so gut. Manit ist die Stufe 2 aufgestiegen. Gut. Irgendwo hier sind, müssen die Banditen sein. Aber die sind nicht hier. Sind die schon in Fehdner? Scheinbar nicht. Vielleicht oben durch. Da sind es Gebirgsbanditen. Da sind sie doch, oder? Ja, genau, greif sie schon mal an. Verzeiht, Hauptmann. Ich hasse es, euch mit solchen Dingen zu beteiligen, aber ich wollte euch wissen lassen, dass ich diesen Rolf, der sich ein Baron schimpft, nicht ausstehen kann. Ah, jetzt kommt der Bunduk zu Rolf. Ja, weg damit. So. Ja, nein, neutral. Dann geht's zum Schlachtfeld. So, ich möchte gerne. Nein, nicht zurückziehen. Nehmen wir bis dort oben. Ja, die könnten wir eigentlich sofort angreifen. Wir haben ja recht viel. Die sind dort drüben, dort unten. So. Muss ich schauen, dass ich hier noch eine gute Position bekomme. Na, der Pfeil ist mir entglitten. So, kein Problem für uns. Die anderen sind immer noch auf dem Weg. wir knüppeln alle gnadenlos nieder. Ich hoffe, das sind die richtigen Banditen gewesen. Aber ich denke schon. Ja, jetzt Tab. Keine verbindenden Verluste. Sehr schön. Vielen Dank für eure Hilfe, meine Dame. Was 2a? Meine Dame, die Sache stand recht schlecht für uns, aber dann kamt ihr und das Blatt hat sich gewendet. Gut. Oh, 11 Banditen. Sehr schön. Jetzt sind wir aber langsam. Ich hoffe, das waren die richtigen. Ja, da ist nur Schrott dabei. Das kann ich verstehen. Aber da haben wir wenigstens ein bisschen Geld zu verdienen. Auch wenn es recht wenig sein wird. Und noch 2. So. Meine Dame, wenn ihr nichts dagegen habt, würde ich lieber nicht in die Nähe von Palladius Nadia aufgestellt werden. Nach allem, was sie mir während des letzten Kampfes sagte. Der Feind stürzte auf uns zu, als sie plötzlich anfing zu schreien wie ein kleines Mädchen und mich auf den Rücken schlug. Ihr schwacher Schlag hat mich nicht umgeworfen. Ich drehte mich um und sah den Wahnsinn in ihren Augen. Wie kann man an der Seite einer Frau kämpfen, die wahrscheinlich den Verstand verloren hat? Ja, ich sage jetzt mal das. Was haben denn die für Probleme? Und wo ist jetzt ein... Wo ist der Bandit jetzt? Das ist nicht unsere... Okay, wir gehen nochmal zu Fehdner und dann zurück nach Veluca. Vielleicht finden wir ihn jetzt. Leider wird es wieder Nacht. Deserteure. Das sind ja nicht die Anmerkungen. ...59 Tage. Okay, dann machen wir zuerst mal Sarimisch. Sarimisch ist wo?
dort oben. Dann machen wir das natürlich zuerst. Dorf bauen sind hier entlang. Ja, das ist natürlich schlecht. Das sind Banditen. Komm schon, Kopfgeldjäger, schafft das. Wo seid ihr hin? Ich sehe sie nicht da. Ja, okay, das müsste leicht sein. So, haben wir viele Krieger in diesem Sch. Hey, drei, hopp. Alle zu. Alle Angriff, hopp. Schneller, Angriff. Sehr schön. Alle ab. Ist das ein... Was ist das für ein Ding? Landsknecht, okay. Wow. So, und habt ihr es geschafft? Jetzt. Oh, das war eine Schlacht würdige mit den Eseln. So. Vielen Dank für eure Hilfe. Keine, wir hatten Glück, dass ihr in der Nähe wart. Okay, auf Deutsch war das irgendwie jetzt so. Die Städtler möchten gerne Edelknecht werden. Wow. Kopfgeldjäger, Sklaventreiber. Und der Manit, den können wir noch drehen. 32, mal schauen. 11, 15, 15, 15, 16, 17, 32, 16. Gut. So, meine Damen, ich wollte euch nur mitteilen, dass Palladius Borcher zwar ein rauer Gesell sein mag und bestimmt auch ein variabler Schurke, aber ich bin stolz, ihn als Kameraden zu haben. Wenn ich mir seinen letzten Kampf so ansehe, muss ich sagen, dass ich ihn jederzeit vertrauen würde, obwohl ich dabei in einer Hand auf meinen Geldbeutel ließe. Sehr gut. Aha. So, Trupp. Manit. Ausrüstung. Oder war... Oder... zuerst Fähigkeiten, genau, der hat ja ein Levels Up. So, du bist einer, der Inventar hat. Trade and Handler, Händler, aha. Dann eins auf Intelligenz. Trade ist Charisma. Dann machen wir lieber eins auf Stärke, machen ihn ein bisschen zäher. Und hier auf Einhandwaffen. Sehr gut. So. Du möchtest gern dieses Schild kommen. So, du bist jetzt unser Mönch. Oh Gott. Ja. Ah, du hast ein Schild hier. Komm schon, trag dieses Schild. Trag dieses Schild. Trag dieses Schild. Trag kein Schild. Von mir aus. So, also nach Sarkamisch. Das war wahrscheinlich auch nicht der Bandit. Ich habe keine Ahnung, wie man die Quests macht. Also, suchen ja, aber finden? Nein. Ich muss mal speichern. Ja, machen wir im ersten wieder. So. Gut, wir haben 14 Gefangene. So, in Samisch haben wir dann wieder einen Krieg vor uns. Ein kleines Kämpfchen. Greift die Banditen an. Oh, sind die Truppen schon gut ausgerüstet. Vor allem die Landsknecht-Schwertkämpfe. Hey Leute, ihr verliert ja noch.
Das ist kein Kampf, das ist eine Verwurstung. Das ist, ja, danke, du. Du hast meinen Kill gestohlen. Es gibt Kill-Steal Strikes. So. Ich hoffe, meine Truppen sind das nicht gewesen, aber das sind doch sicher. Die Bauern und Kopfgeldjäger, also. Ja, okay, eine Karawane machen und vier Kopfgeldjäger. Weil die so reingeritten sind, genau. So. Ja. Weist das Angebot zurück, sie brauchen es dringender als wir. Ihr gewinnt an Ehre. Was hätten sie denn gehabt? Trauben billig, ja. Ich möchte gerne mal zum Dorfzentrum und mit dem reden. Das ist ein schönes Dorf irgendwie. Finde ich cool. Auftrag. Rinder. Nein, leider nicht. Oh, eine 8. Eine 8 haben wir dann. Einige Soldaten können befördert werden. Ich will noch nicht zu sehr aufrüsten. Die Schwachen rüste ich noch auf. So. Aber sonst haben wir dann viel zu viel Geld. Ja, müssen zu viel Geld geben. Außerdem möchte ich hier noch keinen Krieg machen, dann brauchen wir auch nicht so viel. In Veluca gehen wir zu Schenke. Da war irgendwo der Bauer. Minensänger. Reisender. Lösegeldvermittler. Ich möchte alle verkaufen. 1100, das ist gut. So ist der Bauer, also muss ich da nicht mehr zurückgehen, okay. So, wir geben. Die Sachen, so. Ah, die zwei Pfeile, die möchte ich zurückkaufen. So. Gut, da haben wir auch noch ein bisschen Geld bekommen. Und jetzt möchte ich unbedingt den Banditen noch irgendwo finden. Ja, wo? Hä? Wo? Kopfgeldjäger. Ja, wir können die Quest nicht machen, wenn wir die nicht finden. Das ist das Problem. Da sind noch Gebirgsbanditen, die greifen wir mal an. Jetzt sind wir auch ein bisschen schneller wieder. Komm gleich, komm. Schade, dass sie so langsam sind. Wir müssen schneller werden. Ja, toll. Hey, bitte, haut doch nicht immer ab. Wir sind doch total unterlegen. Jetzt. Ha, das Glück hat ein Ende. Dein Tod ist dir nahe. Angriff, schnell. So, nächste Schlacht. Lol, die haben so Speere, dass das ist. Nein, ich möchte absitzen. So. So,
Wo haben wir da noch eine da vorne? Niedermetzen, genau. Gut. Schon wieder eine Schlacht, die so extrem knapp war, dass wir Probleme hatten. So. Ja, ich habe es jetzt trotzdem noch ein bisschen hochgestuft. Wir müssen dann schauen, also wir könnten Sachen dann auch verkaufen. So. Herr Palatius Marin da hinten hat sich im letzten Kampf gar nicht so schlecht geschlagen. Ist auch ein guter Mann. Ohne gute Ehrliche sehen wir ihn, die Sebe noch Kalatium bringen hätten, Schurken wie ich ein hartes Leben. Das sage ich euch. Ich bin froh, dass er bei uns ist. Ja, Borgia, du bist Bandit. Du passt uns nicht so gut. Ach komm, hey. Jetzt müssen wir wieder nach Ding zurück. Ja, ich glaube, die Quest wäre dann mal... Okay, noch mehr Tage, gut. Von mir aus. So, irgendwo muss doch diese... Ist der weg? Also müssen wir dann irgendwo weiter weg suchen. Meine gnädige Dame, seid ihr der Einzige in dieser Gruppe, den ich wirklich trauen kann? Ich dachte, Palantios Manit macht es schon wieder Probleme, könnte ein Freund werden, aber alles, was er gemacht hat, ist, über meine Vergangenheit zu lachen. Nachdem ich über Wochen versucht habe, ihn näher zu kommen und mich schließlich ihm geöffnet habe, ist alles, was er macht, mich zu beleidigen. Er sagt, ich würde dumme Märchen erzählen, das mir keiner glauben sollte. Ihr glaubt mir noch oder nicht, meine gnädige Dame? Wenn es der Manit ist, wie heißt der andere? Okay, es sind irgendwie zwei Leute, weiß ich jetzt nicht genau. So, ich unterstütze noch natürlich sie. Gut. Geht zum Dorfzentrum. Oh, das ist ein komisches Dorf. Ein Taldorf. So, wo haben wir, da haben wir ihn. Nein. Er kann uns leider keine Hilfe geben. Dann gehen wir nochmals runter, aber gehen gleich wieder hoch. Es muss doch hier in der Nähe irgendwas geben. Keine Spuren, nix. Da ist eine Spur. Größe 1, 3. Dorf bauen, aha. Schade, also... Ich finde hier echt nichts. Vielleicht dort oben. Aber sie haben ja geschrieben, Veluke in der Nähe. Truppengröße 32 bis 39. Aha, so. Wären 37 insgesamt, aber... Oder ist es ein Lager oder sonst irgendwas? Nein, es sind freilaufende Banditen. Waffenstillstand zwischen Kergit und Surat Sultanat. Okay. Gut, ja, so finden wir natürlich keine Banditen. Deserteure haben natürlich Angst von uns. Keine Ahnung. Aha, schön. Aber von uns, okay. Etrosk, du bist ein suratisches Sultanat Helfer, in dem du verloren hast. Ja,
Ja, toll. Ich hätte gerne einen Sklaven-Ding. Eine der unsere Sklaven, weiß jetzt nicht, wie es heißt. Okay, das Schild möchte ich gerne wieder zurück, das starke. Ja, nehmen wir alle drei zurück. So. Ja, wie finden wir jetzt diesen Banditen? Der muss ganz irgendwo anders sein. Da war er erst kürzlich dort, oder was? Und jetzt ist er irgendwo in der Welt verteilt. Okay, wir haben ein paar Verluste. Wahrscheinlich müssen wir dann wirklich dem Reich bald helfen. Ja. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Da war irgendwas Blaues, ist das unsere? Es könnte sein, dass das unser Ding war. Oder habe ich mich verschaut? Das könnte ja dann mal nachschauen. Nö, war gar nichts. So, ich möchte aber den König mal kurz fragen, ob wir nicht dem Reich anschließen können. Dann geht das mal ein bisschen vorwärts. So, hier haben wir ein Lösegeld. Vermittler heißt das genau. So, gut. Da haben wir noch einen Baden. Spricht mit dem Gegner noch nicht. Zuerst zum König. Wir werden uns wieder treffen, ja sicher. Ein Auftrag? Nein. Ich jage eine Gruppe Banditen folgender Beschreibung. Habt ihr sie gesehen? Ja, toll. Mein Herr, ich möchte euren Männern beitreten. Ich habe Platz in meinen Reihen für eine Frau, Stellung Monika Basel. Ich kann euch aus einer R. Nein, ich möchte gerne, Vasall. Noch habt ihr euch nicht als kompetent Anführer unter Beweis gestellt, Monika Basel. Bekämpft meine Feinde und zeigt mir, dass ihr würdig seid, mein Vasall zu werden. Danach werden wir näher über diese Angelegenheit sprechen. Ja, toll. Ich suche Banditen. Habt ihr das gesehen? Nein, danke. Ja, Pech. Oh, du bist so ein Esel, der. Ja. Du bist so einer, der sich eher negativ zu mir macht. Okay, von mir aus. Ich möchte den Auftrag nicht. Ich möchte nicht. Hey, hallo. Greif sie doch an, wenn ich schon draufklicke. So. Nein. Ich möchte. So. Also, folgen zuerst. Wir warten auf sie auf einer guten Position. So, denn. Wo sind sie denn? Dort oben irgendwo. Hallo. Oh, hast du ein schönes Schild, Klingenschwester. Da sind sie ja. Ja, toll, du triffst daneben. Nicht dort, wo ich hinschieße. Ja, genau, wir treffen gar nichts. Er pariert halt. Angriff, Männer. Gut, einen haben wir.
Ja, toll. Ich sei zu stark. Ich kann keine erledigen, wenn ihr auch noch mitmacht. Ja, toll. Ja, ja. Das ist ein Kampf, da können wir eigentlich gar nicht ein bisschen stärker werden. Die sind viel zu schwach, Mann. Haben wir überhaupt Verluste? Keinen einzigen. Ich habe nichts Rotes oder Orsches gesehen. Oh je. Yeah. Scharfschützen. So, und wir haben ein Level Up. So, wie viel können wir noch tragen? Gut. Die Stiefel sehen gut aus, aber eben schwach. So, also, sehr schön. Hier haben wir... was wollten wir machen? Schlagkraft, oder? Ja. Schlagkraft. Aha, das steht einfach, weil ich es noch ausgewählt habe. So. Und hier auf Zweihandwaffen. Ein bisschen Bogenschießen. Nochmals Zweihandwaffen. Ich will jetzt mal eine Zweihandwaffe bekommen. So, ich suche die Banditen. Ah, wo sind sie denn? Vielleicht hier oben. Kopfgelder, ihr habt sicher auch einen Plan, wo die sind, oder? Für was? Sie sind vor einer Stunde dort entlang gegangen. Dort. Also hierhin. Aber wo? Ja, toll. Wir brauchen nochmals ein paar Leute, die uns sagen können, wo wir hin müssen. Sind sie dann hier oben? Das ist auch ein Kopfgeldjäger. Hey, ihr da, habt ihr irgendwo Banditen gesehen? Aha, das ist nicht meine... Ist nicht so gemeint, okay. Nein, sag ich mal. Ja, okay, dann sag ich halt jedes Mal... Ja, sie sind dort hingegangen. Dann lädt ich einfach lügen. So, du da. Du hast sicher das gesehen. Komm schon, komm schon. Habt ihr sie gesehen? Ja, toll. Jeder sagt das Gleiche. Ja, Miche, okay. Ja, Miche ist dort oben, ja. Okay, aber zuerst möchte ich noch diese Quest ein bisschen schaffen. Und zwar... Wo könnten sie sein? Wo könnten sie noch sein? Vielleicht hier unten mal. Da ist noch etwas. Ja, jetzt sieht man wegen der Nacht nichts. Also, der hat es geschafft. Dann gehen wir mal zu Punguta. Pagundur. So, das sagt wahrscheinlich das Gleiche. Danke, Freund. Ich habe keine Banditen gefunden, aber schön gut. So, reden wir mal mit den Leuten hier in der Burg. Ja, ja, schon klar. Monika Basel, zufälligerweise habe ich Dr. Grevet versprochen, dass ich einen Trupp Söldner für einen bevorstehenden Feldzug anwerben würde. Das heißt also,
Ich bin interessiert. Ich kann euch meinen Kontakt über einen Monat anbieten. Nach Ablauf dieser Frist kann er von Monat zu Monat verlängert werden. Zur Besiegelung des Kontakts wird ich euer Vorschuss von 500 Dianae bezahlt. Danach erhaltet ihr im Abwege von der Anzahl und Güte der Soldaten meiner Truppe wöchentlich Zahlungen von Doge Grevet. Ihr behaltet euer Recht auf das Beutegut nach Gefechten und auf die Gefangenen, die ihr macht. Krieg kann manchmal sehr profitabel sein. So, kann ich ein Ereignis bauen, ne? Okay, dann werde ich mich Landknecht. Ja. So. Das möchte ich noch gerne machen. Gut, wir haben eigentlich nur gegen Sultanat Krieg. Ja, ich trainiere noch, ich werde noch die Quests erfüllen. Gut, sehr schön, da haben wir mal etwas wieder an Ehre gewonnen. So. Jetzt muss ich schauen, kann ich dann noch ihm sagen, fragen. Ah ja, da habe ich ja schon gefragt, aber sie vielleicht? Nein. So, jetzt gehe ich noch mal einmal hier entlang, sonst ist die Quest auch fehlgeschlagen von mir aus. Es ist eine Kack-Quest. Und dann gehen wir dort zu dem anderen Teil, aber das dann im nächsten Part. Jo, ich denke, dann haben wir gleich mal etwas zum Reisen. Ja klar, haben wir genug Garmal. Ich muss aber fragen, wo Garmal ist. Dann können wir das noch kurz machen. Und ja. Also hier ist wirklich niemand durchgerannt. Ich check das nicht. Also diese Quest check ich irgendwie nicht. So, ich muss Garmal. Habt ihr Aufgaben? Nein. Gar mal. Grunwald und Zahlen. Okay, wir kommen sicher zu dieser Sta zu diesem Ding nach oben. Man kann jetzt sicher noch also diese ist in 64, diese ist in 29, okay, 29 Tage, das ist lang. Habt ihr sie gesehen? Nein, auch nicht gesehen. Grunwalder, irgendwo hier bei Grunwalder. Warte, also scheinbar geht er weiter weg von Grunwalder. Nun gut. So. Das Game wird langsam, ja, vor allem der Mod wird langsam recht gut. Ich liebe einfach mal Blood Warband und da ist jetzt noch ein bisschen, noch ein bisschen. Oh, schaut mal, wir haben jetzt die Mühle. Sehr schön. Jetzt haben wir sogar mehr Geld, gut. Kommt schon, schneller, schneller, ich muss zum Ding gehen. Ja, Rodok. Oh, dann gibt es wieder Krieg. Leute, ihr macht zu viel Krieg. Ah, da ist die Pflicht. Gamal, ja, ist da. Komm, ja, gut. Euer Glück hat ein Ende, Schuft. Der Tod ist euch sicher. Geht zum Schlachtfeld. Los. Noch ein Kampf. Wieso ist jetzt eigentlich die Truppen sind zusammen, die sind ja weit, ja okay, nicht ganz so weit, aber ist ein bisschen blöd. Kommt schon, kämpft gegen ein paar. Ja, Corinas. Na toll.
toll. So, dann schauen wir dann mal, was wir so machen müssen. Weil manchmal muss man nur erkunden oder sonst irgendwas. Jetzt viel zu schwach. Ja, wir haben ihn. 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 Ja. Gut. Sklaventreiber. Da hat ein Schild. Komische Shit. Der Gamal wurde verloren. Oh je. So, ja, die hat. Ja, mehr nehmen wir nicht mit. So, also, Dankeschön fürs Schauen dieses Partes. Rodok. Was weiß ich mir noch nicht? Beigetreten. Ja. So, also, Dankeschön fürs Zuschauen dieses Partes und bis zum nächsten Mal, euer Drago Basler. Bye.